Liebe Kollegen, die Situation im Moment ist ja so, dass wir viele Schulschließungen haben, auch Universitäten stellen ihren Betrieb ein. Und wer sich jetzt noch nicht mit Online-Unterricht beschäftigt hat, für den habe ich mal ein paar Tools und ein kleines Videotutorial, wie man in relativ einfachen Schritten mit drei einfachen Tools online unterrichten kann. Online-Unterricht ist gar kein Hexenwerk. Ich habe euch drei Tools ausgesucht, die ich gar nicht schlecht finde. Einmal FairMeeting bzw. Jitsi, das ist ein Videokonferenzprogramm. Dann habe ich CryptPad FR, ein Pad mit sehr vielen Möglichkeiten. Und Explain Everything, ein interaktives, kollaboratives Whiteboard-Programm, das ich ganz persönlich sehr mag. Wenn ihr euch jetzt fragt, was brauche ich an spezieller Technik? Ihr braucht gar nicht viel Technik. Das Erste, was wir brauchen, ist ein Laptop, ein Rechner oder ein Tablet. Das Zweite, was wir brauchen, ist ein Handy und eventuell mit einem Kopfhöreranschluss, mit Mikrofon, also ein Headset. Könnt ihr haben, müsst ihr aber nicht. Und das Dritte, was wir brauchen, ist ein LAN- oder WLAN-Anschluss. Das haben wir eigentlich alle zu Hause und damit können wir schon anfangen, online zu unterrichten. Das erste Tool, was ich euch vorstellen möchte, sind Videokonferenzen mit fairmeeting.net bzw. mit Jitsi. FairMeeting.net ist ein Videokonferenzprogramm, das heißt, ich kann meine Studenten sehen, meine Studenten können mich sehen, wir können miteinander chatten, wir können sprechen und wir können Dokumente austauschen. Das Ganze läuft browserbasiert, also in meinem ganz normalen Browser am Laptop, wenn ich auf die Seite fairmeeting.net gehe. Und wenn ich an einem Mobilgerät arbeite, also an einem iPad oder einem Tablet mit Android und so weiter, dann würde ich das Programm, die App Jitsi Meet nehmen. Um euch mal zu zeigen, wie schnell das funktioniert, wie schnell man einen Kursraum eingerichtet hat und wie schnell man seine Studenten oder seine Schüler auch in diesem Kursraum hat, machen wir das Ganze mal mit der Stoppuhr nebendran. Wir schmeißen die Stoppuhr an. Öffnen den Browser unserer Wahl und geben hier fairmeeting.net ein. So, und dann sind wir eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Das heißt, wir können jetzt hier in diesem grünen Balken einen Raumnamen eingeben. Der Raumname heißt zum Beispiel Online Kurs 2. Klicken auf Los. Und jetzt haben wir unseren Raum vom Prinzip schon eingerichtet. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Wenn wir jetzt das Ganze an unsere Studenten weitergeben wollen, weil wir ja kommunizieren wollen, dann haben wir hier diesen Link: fairmeeting.net Online Kurs 2. Diesen Link schicken wir entweder via E-Mail zu unseren Studenten oder einfach nur, es geht auch via Telefon. Das kann man vorher ausmachen. Online-Kurs 2 ist jetzt kein schwieriger Kurs, kein schwieriger Name. Man kann auch ein Passwort anlegen dafür. Machen wir jetzt mal kurz nicht, damit es schneller geht. vermeeting.net slash Online-Kurs 2. Gebe ich in einem anderen Rechner auch mal ein. Ich habe hier drüben noch einen zweiten Rechner stehen, um das Ganze zu verdeutlichen. Der bekommt auch Zugriff auf die Kamera. Und da ist das Bild. Nach nicht mal 2 Minuten, 1:47, 1:48, sind wir online und wir haben jetzt, sei es jetzt im One-to-One-Unterricht, 1:1-Unterricht oder als Gruppe, hätten wir jetzt unseren Videochat. Die Bildqualität hängt davon ab, wie schnell der Rechner ist. Der Rechner da drüben ist mein alter Rechner, mein älterer Rechner, der eigentlich ausgemustert ist, mehr oder minder. Ihr seht, das hängt immer wieder ein bisschen. Ist jetzt aber nur zum Verdeutlichen. Was kann ich jetzt hier alles machen? Ich habe einmal die Kachelansicht. Die Kachelansicht ist sozusagen jedes Bildschirmfenster kriegt eine eigene Kachel. Ich habe hier die Funktion, dass ich die Kamera starten und stoppen kann.
Wenn ich sage, ich will nur Audio haben, aber ich muss das Video nicht haben, dann kann ich das stoppen. Ich habe daneben mit dem Mikrofon die Funktion, dass ich auch Audio stumm schalten kann. Und mit dem roten Telefonhörer kann ich den Chat verlassen. Audio stumm schalten kann ich auch über die drei Pünktchen im Fenster der anderen Kacheln, nicht in meiner Kachel, das mache ich hier unten, sondern hier. Und jetzt kann ich andere Teilnehmer stumm schalten. Ich kann sie hinauswerfen, wenn da jemand ist, der da gar nicht reingehört. Und ich kann den Ton auch nochmal regulieren und ich kann private Nachrichten schicken. Wenn jetzt 15, 15, 20 Leute, 25 Leute in so einem Videochat sind und alle reden gleichzeitig, dann ist das ein ziemliches Chaos. Damit das nicht passiert, haben wir hier diese Funktion mit dem Handheben. Ihr seht, hier oben geht eine blaue Hand hoch in dieser Kachel und ich kann sehen, aha, diese Person möchte gerade etwas sagen. Das Ganze kann ich natürlich auch hier machen. Dann hebt die Person hier drüben die Hand und ich sehe, die Person hier drüben möchte etwas sagen. Ich habe ein ganz normales Chatprogramm, das heißt, ich kann hier Nachrichten eingeben. Und auf der anderen Seite funktioniert das genauso. Und dann haben wir ein Chatprogramm. Hier können wir dann Aufgaben weitergeben, Aufgaben verteilen. Was das Ganze für einen Unterricht erstmal interessant macht, ist diese Funktion hier. Ich kann Bildschirmfenster teilen. Ich habe mir mal vorher ein Aufgabenblatt zum Konjunktiv 1, Konjunktiv 2 rausgesucht. Und dieses Aufgabenblatt möchte ich jetzt mit meinen Studierenden teilen. Dann mache ich das so, dass ich hier auswählen kann, welchen Bildschirm oder welches Fenster ich möchte. Ich habe an dem Rechner zwei Bildschirme, deswegen steht hier Bildschirm 1, Bildschirm 2. Wir machen das mal mit Bildschirm 1. Wir erlauben das Ganze und machen dieses Dokument auf. Und jetzt können meine Studenten mich sehen und dieses Dokument sehen. Das zeige ich euch gleich einmal ganz kurz. Das ist also meine Ansicht und jetzt schauen wir uns das Ganze auf dem anderen Rechner an. Das wäre jetzt die Ansicht meiner Studenten. Und das bin also einmal ich und das Dokument. Jetzt können wir uns diese Kachel größer machen. Dann gibt es den Lehrer oben noch im Eck in der Kachel und hier ist das Dokument. Und alles, was ich jetzt an diesem Rechner. Machen wir mal die erste Aufgabe. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Alles, was ich an dieser Seite schreibe, wird dann auf diese Seite gespiegelt. Das heißt, was wir machen können, ist wie der klassische Unterricht. Wir haben ein Arbeitsblatt. Wir können über den Videochat das Arbeitsblatt besprechen. Über den Videochat kann ich auch immer eine gute Datenqualität vorausgesetzt, WLAN und Rechner vorausgesetzt, mit meinen Studenten sozusagen das Ganze lesen, kann korrigieren, was die Phonetik und so weiter angeht, kann sie fragen, wie die richtigen Antworten sind, sie können die Antworten geben. Ich kann die Antworten in das Dokument schreiben, sie können die Antworten sehen. Was Sie nicht machen können, ist das Dokument mit bearbeiten. Das heißt, das ist nicht sehr interaktiv. Das geht alles ein bisschen in eine Richtung. Macht nicht 100% glücklich, aber wäre schon mal eine Möglichkeit, wie man mit einem Tool Online-Unterricht machen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, also sehr kollaborativ ist dieses Arbeiten mit Fair-Meeting nicht. Das geht tatsächlich alles sehr viel in eine Richtung. Lehrer fragt, Schüler, Studenten antworten.
Und wenn ich möchte, dass meine Studenten, meine Schüler kollaborativ arbeiten und vor allen Dingen auch mehr aktiv sind, dann bietet sich das Tool cryptpad.fr an. Wir öffnen mal einen Browser. Das ist jetzt der Browser in meinem Tablet. Und geben hier ein cryptpad.fr. Und dann kommen wir auf diese Seite. Und wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Das ist ein Pad. Wer sich mit Pads auskennt, weiß, das sind Programme, normalerweise Textprogramme, bei denen mehrere Leute gleichzeitig auf ein Dokument zugreifen können und gleichzeitig mit einem Dokument arbeiten können, in einem Dokument schreiben können. Das haben wir hier auch, nur dass wir nicht nur ein Word-Dokument oder ein Textdokument haben, sondern wir haben wir haben ein Whiteboard, das wir gemeinsam bearbeiten können. Wir haben Rich Text, also wir haben ein Dokument, ein Textverarbeitungsprogramm, das wir gemeinsam bearbeiten können. Wir haben eine Präsentationssoftware, die wir gemeinsam bearbeiten können. Wir haben eine Tabellenkalkulation, die wir gemeinsam bearbeiten können. Wir könnten auch noch Umfragen machen, wir könnten einen Arbeitsplan erstellen und wir hätten auch noch die Funktion, dass wir gemeinsam Codes schreiben können. Was für ein Unterricht, für einen Sprachunterricht vielleicht am ehesten interessant ist, sind die Funktionen mit dem Whiteboard, mit dem Rich Text, mit der Tabellenkalkulation und mit der Präsentation. Was wichtig ist bei CryptPad wieder, ist die Cloud ohne Preisgabe deiner Daten. Das ist also wieder datenschutzrechtlich eine interessante Geschichte. Ich kann mich registrieren und ich kann mich einloggen, aber ich muss nicht. Das Ganze funktioniert auch ohne sich einzuloggen und ohne zu registrieren. Und insofern wird keine E-Mail von irgendwelchen Studenten weitergegeben, da wird nichts auf einem Server weitergespeichert. Wir schauen uns jetzt mal als erstes an die Funktion Whiteboard. Dann initialisiert das Pad. Wollen wir es mal nicht speichern. Und das ist jetzt meine Whiteboard-Tafel. An der kann ich jetzt, nicht jetzt, an der kann ich jetzt ganz normal schreiben, wie ich das auch an einem Whiteboard machen würde im Unterricht in meinem Klassenzimmer. Wie bekomme ich jetzt meine Studenten zu meinem CryptPad-Kurs? Geht eigentlich wieder ganz einfach. Ich habe hier oben eine Leiste mit allerlei Symbolen. Und da ist erstmal dieses Symbol wichtig, dieses Teilen-Symbol. Wenn ich da hingehe, dann seht ihr, bekomme ich einen Link geschickt. Dieser Link ist jetzt wesentlich komplizierter als vorhin bei FairMeeting. Diesen Link schicke ich via E-Mail an meine Studenten und dann können meine Studenten genauso einfach wie eben gerade in diesen Kurs eintreten. Sie müssen eigentlich nur auf diesen Link klicken und dann kommen sie automatisch auf mein Whiteboard. So. Gehen wir wieder weg. Meine Studenten tauchen dann hier auf. Ich logge mich jetzt mal wieder mit einem zweiten und einem dritten Rechner ein, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wenn hier dann mehrere Personen sind. So sieht es dann aus, wenn dann zum Beispiel zwei Nutzer da sind. Und was jetzt auffällig ist, jeder Nutzer, der sich neu einloggt oder nicht einloggt, sondern der dem Link folgt, einloggen muss man sich ja nicht, der ist erstmal anonym. Und jetzt müsst ihr eure Schüler oder eure Studenten eben bitten, dass sie über dieses Icon hier mit dem Stift ihren Namen ändern, damit man weiß, wer gerade da ist. Dann nennen wir den mal Stefan zum Beispiel. Und
Jetzt sehen wir, wer macht was. Zum Beispiel. Und was kann ich jetzt mit diesem Pad machen? Wie gesagt, ich kann ganz normal damit schreiben, so wie ich das an der Tafel auch machen würde. Würde einen Satz schreiben mit, nehmen wir Grammatik, Beispiel, Inversion. Der Mann sucht die Frau, kann markieren, zum Beispiel, wo ist mein Subjekt? Stift ein bisschen breiter. Sagen, das hier ist mein Subjekt. Wo ist das Akkusativobjekt? Kann dann markieren, wo ist mein Akkusativobjekt und kann dann den Satz umdrehen und so weiter. Das ist noch nicht so interessant. Interessant wird das Ganze erst, wenn man jetzt sagt, wir machen ein Projekt und arbeiten über CryptPad mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe, mit der Textverarbeitung, mit der Präsentation und so weiter, an einem gemeinsamen Projekt. Nehmen wir mal an, unser Projekt heißt ein Referat über die Stadt Bamberg. Dann kann ich über diese Funktion hier ein Bild von einem Computer einbetten. Das heißt, ich kann jetzt eine Gruppe nehmen und kann sagen, ihr sucht die Sehenswürdigkeiten der Stadt Bamberg im Internet, zum Beispiel. Also immer auf die, natürlich darauf achten, dass es Bilder sind, bei denen die Lizenzen frei sind. Pixabay zum Beispiel wäre so eine Möglichkeit. Da suchen wir jetzt Fotos. Eine Gruppe sucht also Fotos und geht dann her und sagt, okay, wir haben einmal die Stadt Bamberg oder wir haben noch eines der Wahrzeichen der Stadt Bamberg, das ist das alte Rathaus. Und wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, dass auf der Seite geht es zum Dom und auf der Seite geht es in die Stadt und so weiter. Das heißt, wir können jetzt anfangen hier kollaborativ, jeder kann mitarbeiten, das Whiteboard zu nutzen. Das Whiteboard ist aber nur eine Möglichkeit. Ich kann jetzt aber auch hergehen und kann sagen, eine zweite Gruppe kann jetzt mit dem Textverarbeitungsprogramm arbeiten und kann jetzt mit dem Textverarbeitungsprogramm kollaborativ zusammen wieder Informationen über die Stadt Bamberg zusammenstellen. Gehen wir auf das Textverarbeitungsprogramm, auf das Pad. Was wir jetzt hier haben wieder, ist die gleiche, nicht jetzt, die gleiche Geschichte wie vorhin. Wir müssen wieder einladen die Studenten oder die Schüler, die jetzt an diesem Projekt arbeiten sollen. Geht genauso wieder. Das heißt, wir gehen wieder hier oben auf unser Teilen-Link. Dann haben wir wieder einen Link. Diesen Link schicken wir wieder weiter an die Gruppe, die damit arbeiten soll. Und die können jetzt kollaborativ anfangen, einen Text zu verfassen. Die Stadt Bamberg. Und können dann zum Beispiel suchen die Anzahl der Einwohner. Und so weiter und so weiter und so weiter. Die Größe der Stadt und, und. Was ein kleiner Nachteil bei CryptPad ist, muss ich gleich dazu sagen, aber den Nachteil kann man ganz einfach wieder wettmachen.
ist, egal wer schreibt, die Schriftfarbe ist immer schwarz. Das heißt, wenn ich möchte, dass man sieht, welcher Student oder welcher Schüler was geschrieben hat, dann muss ich vorher hergehen und muss jedem Schüler eine Farbe zuweisen, eine Textfarbe hier. Dann wäre es deutlich klar, wer was geschrieben hat. Normalerweise ist es bei Pets ja so, dass man nachvollziehen kann, wer was geschrieben hat. Das ist hier nicht so einfach der Fall. Da machen wir mit einem Workaround das Ganze über die Schriftfarbe. Ansonsten kann ich hier natürlich auch Bilder einfügen. Ich habe mathematische Funktionen. Ich kann kleine Tabellen einfügen, Sonderzeichen. Ich kann das Ganze drucken und so weiter und so weiter und so weiter. Wie man das eigentlich von der Textverarbeitung her auch kennt. So habe ich eine Gruppe, die arbeitet zum Beispiel an den Sehenswürdigkeiten, macht Bilder, markiert Dinge in den Bildern. Ich habe eine zweite Gruppe, die arbeitet mit dem Pad. Hier. Und jetzt kann ich sagen, ich will noch eine dritte Gruppe und die dritte Gruppe soll das Ganze als Präsentation aufarbeiten. Dann gehe ich wieder hier drüben auf mein Kachelsymbol. Und habe jetzt an Möglichkeiten, was ich noch nutzen kann, die Präsentationen. Gehe also auf Präsentationen, dann lädt dieses Pad. Wir haben jetzt also das Pad für die Präsentationen. Und was wir uns da anschauen wollen, einmal wieder sind die einzelnen Funktionen, die wir haben. Zum Beispiel haben wir hier wieder, wer ist alles anwesend, wenn wir das anklicken. Das ist in dem Fall erstmal nur ich. Würde ich jetzt wieder meine Studenten einladen wollen, mit mir an diesem Pad zu arbeiten, dann hätten wir hier wieder eine Link-Funktion. Wenn wir die anklicken, dann bekommen wir jetzt wieder diesen Link. Diesen Link schicken wir wieder unseren Studenten, der Gruppe, die jetzt an der Präsentation arbeitet. Zum Beispiel. So. Was wir auch natürlich brauchen, was bei jedem Pad dabei ist, was ich vorher noch nicht gezeigt habe, ist diese Geschichte hier. Das ist die Chat-Funktion. Denn die Gruppen müssen sich ja untereinander absprechen. Das kann man hier über den Chat machen. Das heißt, Sie können hier eine Nachricht eingeben. Dann laufen hier die Nachrichten, wer macht was. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie man hier eine Präsentation machen kann. Das funktioniert hier ein bisschen anders, als man das bei PowerPoint gewohnt ist, denn hier arbeitet man mit der Programmiersprache Markdown. Keine Panik, wer jetzt nicht programmieren kann, man kann trotzdem damit arbeiten. Das ist eine relativ einfache Sprache, eine einfache Version von HTML vielleicht. Und das Ganze sieht so aus. Das Ganze sieht so aus. Wir schreiben hier mal kurz einen Text. Die Stadt Bamberg. Und dann taucht das da drüben schon als Text auf. Und wenn ich jetzt sagen möchte, das soll eine Überschrift sein, dann gibt es als Markdown-Befehl, um eine Überschrift zu markieren, eine Raute. Und dann wird das Ganze eine Überschrift und so weiter. Keine Panik, gibt im Internet genügend Seiten einfach mal Markdown suchen als Sprache, die zeigen, wie, mit welchen Befehlen, mit welchen Tags und so weiter kann ich Bilder einfügen und. Und wenn man da als Lehrer jetzt nicht gleich alles kennt, macht das nichts, denn eure Schüler, eure Studenten werden begeistert sein, sich da reinzufuchsen und es gibt immer ein paar Freaks, Tech-Freaks, die sagen, Mensch, coole Geschichte, das will ich machen. Ein paar Sachen noch, die man hier noch einstellen kann. Also ich habe hier die Funktionen, dass ich etwas
fett schreiben kann, kursiv schreiben kann und so weiter und so weiter. Ich kann hier die Hintergrundfarbe ändern, ich kann die Schriftfarbe ändern und hier könnte ich mir die Präsentation dann auch noch ansehen. Was kann man im Sprachunterricht mit einem Tabellenkalkulationsprogramm anfangen? Ich mache da eigentlich gerne, und meine Studenten mögen das auch, Folgendes. Also wir gehen wieder auf GrücPad zum Beispiel, auf dieses Tabellenprogramm. Das Ganze schaut dann so aus. Wie wir das eigentlich von Excel her kennen, hat auch mehr oder minder wahrscheinlich die gleichen Funktionen. Alles habe ich noch nicht ausprobiert. Alles interessiert mich auch nicht. Und was wir jetzt hier machen, meine Studenten und ich, wir erarbeiten uns Konjugationstabellen. Ich habe den Eindruck oder ich habe festgestellt, dass meine Studenten das immer sehr lieben, wenn sie mal eine systematische Übersicht über diese ganzen Endungen haben. Sei es jetzt die Konjugation, sei es meinetwegen auch bei Artikeln die Deklination, Adjektiven die Deklination und so weiter und so fort. Und das lässt sich ganz gut mit diesen Tabellenprogrammen machen, weil man da eigentlich schon diesen Rahmen vorgegeben hat. Und dann geht man jetzt her und sagt, okay, wir haben das Verb. Welches Verb nehmen wir? Nehmen wir das Verb lieben. Und dann sagen wir, okay, ich will das einmal im Präsens haben, und zwar die Form von ich, du. Er, sie, es, wir, ihr und sie und natürlich auch großgeschrieben. So, und jetzt machen wir das Ganze einmal zum Beispiel aktiv und auf der anderen Seite machen wir das Ganze mal passiv und jetzt wieder kollaboratives Arbeiten. Das heißt, ich gehe zum Beispiel her und sage, das ist der Rahmen und den Rahmen füllen wir jetzt meinetwegen mit Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Foto 1, Foto 2, aktiv, passiv und dann bilden sich Gruppen und diese Gruppen können jetzt zusammen an diesen Formen arbeiten. Wie heißt die Form von einem Perfekt Passiv? Wie heißt das Plusquamperfekt Passiv? Wie heißt das Futur 1 Passiv? Wie heißt das Futur 2 Passiv? Und so weiter und so fort. Und auch hier ist es wieder so, dass wir die Funktionen haben. Wir haben den Chat, über den die Studenten wieder sprechen können. Da ist wieder mein Link, mit denen ich meine Studenten wieder zu dieser Tabelle einladen kann und so weiter und so weiter und so weiter. Also auch das ist eine Funktion, wie man mit diesem Programm Online-Unterricht machen kann. GrücPad ist ein Programm, das für mich viele Vorteile hat. Einmal diese wahnsinnige Bandbreite an Dingen, die ich machen kann, über das Whiteboard, über das Textpad, über die Präsentation, über die Tabellenkalkulation und. Macht es für den Unterricht sehr interessant. Die zweite Sache, die ich sehr gut finde, ist, dass man an verschiedenen Dingen gleichzeitig als Gruppen arbeiten kann und dass die Gruppen autonom mit ihren Pads arbeiten können. Aber jetzt kommt für mich der kleine Nachteil an der ganzen Geschichte. Möchte ich als Lehrbegleiter oder als Lernbegleiter jetzt meine Studenten dabei begleiten? Dann würde ich im Klassenzimmer einfach immer wieder von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe gehen, schauen, hakt es irgendwo, gibt es Probleme, kann ich irgendwo Input geben, brauchen sie mich überhaupt? Das kann ich hier zwar auch machen, das heißt, ich kann von Pad zu Pad zu Pad wechseln, weil ich jedes Pad in einem Browserfenster habe. Aber das, was meine Studenten in der Realität machen, dass sie sich mal kurz melden und sagen, hallo Norbert, wir haben ein Problem, komm doch mal kurz vorbei, das fehlt mir hier. Denn die Chat-Funktion funktioniert immer nur für ein Pad. Das heißt, der Rich-Text-Chat ist nur für die Rich-Text-Gruppe, der Whiteboard-Chat ist nur für die Whiteboard-Gruppe
Und mir fehlt sozusagen noch eine Funktion, bei der man von einem Pad in das nächste jemanden anpingen kann und nachfragen kann. Das geht so ohne weiteres nicht. Das heißt, man bräuchte jetzt nochmal sowas wie ein Chatprogramm nebenher laufen, wo mich meine Studenten anpingen können und sagen können, hey, wir haben jetzt hier gerade ein Problem, kannst du uns vielleicht helfen? Kommen wir zu meinem Lieblingsprogramm, für mich die eierlegende Wollmilchsau. Egal ob jetzt online oder offline, Explain Everything. Explain Everything, muss ich gleich vorweg sagen, gibt es als kostenlose Version, für die man sich entweder registrieren kann oder als kostenlose Version, die man ohne Registrierung benutzen kann oder man nutzt eine Bezahlfunktion. Ich habe eine Bezahlversion, weil ich das Programm sehr viel nutze und das für mich nahezu im Unterricht alles ist. Ich arbeite im Unterricht, also ich habe im Unterricht eigentlich nur einen Beamer, habe keine Whiteboard an sich, möchte aber sehr gerne mit Whiteboards arbeiten. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich ein tolles Tool und deswegen habe ich mich für Explain Everything entschieden. Warum ist Explain Everything für mich jetzt die eierlegende Wollmilchsau? Ich zeig's euch mal. Ich mache dann das Ganze mal am Browser auf und danach schauen wir uns das Ganze auch am Tablet an. Am Tablet hat es wesentlich mehr Funktionen als am Browser. Wer also mit dem iPad arbeitet, für den ist Explain Everything eigentlich ideal. Also wir gehen mal auf Explain Everything. Genau. So. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon, ich habe die Kaufversion, deswegen logge ich mich hier mal kurz ein. Und dann kommt die Startseite und wenn man sich diese Startseite anschaut, dann sieht man, hier sind jede Menge Whiteboards gespeichert. Und das ist zum Beispiel die erste Funktion, die ich an diesem Programm liebe. Was habe ich mein Unterricht sehr viel mit Explain Everything mache. Ich speichere hier alle Tafelbilder eines Kurses. Das heißt, jeden Tag machen wir irgendwas an die Tafel, gespeichert, nächstes Slide, nächstes Slide, nächstes Slide, nächstes Slide. Zum einen können wir immer wieder zurückgehen, können sagen, Mensch, was haben wir denn gestern? Haben wir uns das Ganze doch schon mal angeschaut, holen wir uns das Tafelbild wieder her. Zum anderen können wir die ganzen Tafelbilder natürlich auch teilen. Das heißt, die Studenten können sich danach auch nochmal anschauen, was haben wir im Unterricht gemacht und das Ganze Stück für Stück nachvollziehen. Das ist die eine coole Geschichte. Die zweite coole Geschichte, die mir an Explain Everything gefällt, ist, dass ich, na, fangen wir mal ein Tafelbild an. Hier unten, ja, ich will auch das Mikrofon dabei haben, dass ich hier unten einen Aufnahmeknopf habe. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, meine Tafelbilder, meinen Unterricht gleichzeitig auch aufnehmen. Audio und das, was hier passiert, Video. Und kann so im Unterricht sozusagen nebenbei Unterrichtsvideos erstellen, die ich dann als Video exportieren kann, online stellen kann. Und auch da können meine Studenten, meine Schüler dann wieder darauf zugreifen und können das Ganze anschauen. Oder aber, das ist die nächste Funktion, die wir hier haben mit diesem Invite und dem Code, kann ich meine Studenten auch einladen. Und das ist jetzt die Funktion für den Online-Unterricht. Das heißt, ich klicke hier auf Invite. Dann habe ich hier einen Code. Und kann diesen Code entweder teilen, kann ihn in keine E-Mail-Liste anlegen oder kann diesen Code einfach nur meinen Studenten sagen. Ihr seht jetzt, im Moment bin nur ich sozusagen in diesem Online-Kurs, Norbert. Ich nehme jetzt wieder mal einen zweiten Rechner und gebe diesen Code ein. Und dann seht ihr, wie das aussieht, wenn sich jemand noch für meinen Kurs einloggt.
Und jetzt seht ihr, hier steht Explainer. Das ist ein Nachteil an dem Programm. Wenn ich möchte, dass meine Studenten sich ohne Anmeldung einloggen, dann steht hier immer nur als Name Explainer, Explainer, Explainer 25 Mal. Wenn Sie sich einloggen, müssen Sie Ihre Daten hinterlegen, müssen Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, dann ist es datenschutzrechtlich natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Dann würde hier aber auch der Name stehen. Leider kann ich hier keinen Benutzernamen zuweisen und auch mein Student oder meine Studentin kann hier keinen Benutzernamen zuweisen. Es gibt so ein kleines Workaround, mit dem man dann arbeiten kann. Das wäre, jede Person, die in den Kurs kommt, stellt sich kurz vor und schreibt zum Beispiel hier drüben sowas wie einen Text. Hier ist Inge. Und dann sehe ich, aha, okay, diese Person rot ist Inge, grün ist Paul, blau ist Thorsten, lila ist Rita und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist eine Funktion, die ich habe. Was wir dann noch machen können, ist, wir haben ja so ganz normales Whiteboard. Wir können mit diesem Whiteboard alle möglichen Dinge machen. Wir können Texte schreiben. Wie gesagt, wir können diese Texte auch wieder löschen. Also ich habe einmal ein Handtool, mit dem kann ich Dinge greifen. Ich habe einen Stift. Also eigentlich habe ich sogar zwei Stifte. Ich habe einen Bleistift und einen ganz normalen Filzstift. Ich kann die Farben einstellen, wie ich möchte. Ich kann auch eigene Farben kreieren. Dann habe ich einen Textmarker. Auch hier kann ich die Farben einstellen, wie ich möchte. Ganz nach Lust und Laune. Ich habe ein Radiergummi-Tool, mit dem ich verschiedene Ebenen radieren kann. Ich habe ein Fülltool, mit dem ich zum Beispiel Autoformen füllen kann. Kreise, Vierecke, Sterne, Pfeile und so weiter. Ich habe ein Schreibtool. Ich habe ein Tool, mit dem ich Dinge ausschneiden kann. Ich kann Dinge löschen. Ich habe einen Laserpointer. Dieser Laserpointer ist cool, denn ich habe nicht nur den Laserpointer und Pfeile, sondern für die Star Wars Fans, ich hätte auch Lichtschwerter, mit denen ich Dinge zeigen kann. Nur so als Gimmick. Und dann gibt es noch so einen Inspektor, mit dem man verschiedene Funktionen noch hat, grafische Elemente gruppieren oder Gruppierungen aufhören, aufheben, kopieren und. Das ist alles schon mal sehr cool. Am coolsten wird Explain Everything für mich aber durch die Funktion Add Media. Denn jetzt kann ich zum Beispiel Bilder einfügen, ich kann Dokumente einfügen, ich kann Cliparts einfügen, die schon fertig vorgegeben sind aus einer Reihe. Zum Beispiel, ich kann Audios einfügen, ich kann Bilder einfügen, ich kann meine Kamera zum Beispiel starten und kann jetzt ein Foto machen aus einem Lehrbuch, kann das Ganze dann einfügen in mein Whiteboard und dann können wir die Aufgabe im Lehrbuch zusammen bearbeiten. Oder ich kann das Ganze mit Screenshots machen. Das sind die Funktionen, die ich hier habe für die Version am Laptop. Am Notebook habe ich noch viel mehr Funktionen und das zeige ich euch dann jetzt. Am Notebook schaut die ganze Geschichte nämlich so aus. Dann habe ich also einmal Bilder einfügen, also die Kamera, aber ich kann zum Beispiel auch einen Browser einfügen. Das heißt, wenn ich hier hinklicke, dann geht ein Browserfenster auf. Übrigens das Browserfenster, das ihr die ganze Zeit schon gesehen habt, bei CryptPad und so weiter, weil ich auch diesen Film mit Explain Everything gemacht habe. Und kann zum Beispiel mit meinen Studenten zusammen Zeitung lesen. Das wir sagen, jeder von sich sucht sich irgendeine Zeitung, die er cool findet. Und wir lesen einen Artikel, bearbeiten diesen Artikel gemeinsam und rufen den auf dem Browser auf und können dann gemeinsam in diesem Artikel Dinge markieren
und so weiter. Ich kann auch wieder in der Bezahlfunktion und am Tablet Gleichungen einfügen für Mathematik, wenn man jetzt das Wort braucht. Bilder, Dateien, Cliparts und so weiter. Ich habe eine Bilderdatenbank, Unsplash, die ich benutzen kann, Audio und. Also ich habe hier noch mehr Funktionen. Und was ich hier auch machen kann, am Tablet, am PC weniger, wenn ich hier Dinge einfügen möchte, ich kann hier zum Beispiel auch PDFs einfügen oder ich kann PowerPoint-Präsentationen einfügen. Wenn ich eine PowerPoint-Präsentation habe, kann ich die in Explain Everything laden und kann dann einzelne Slides, einzelne Folien aus der PowerPoint nehmen, großziehen hier und kann sie hier bearbeiten, kann sie markieren und. Ist ein ganz tolles Tool, um nochmal zu zeigen, was ich so gut an diesem Programm finde. Also wie gesagt, ich kann mir Dateien herholen. Das kann eine Word-Datei sein, das kann ein PDF sein, das kann eine PowerPoint sein, Bilder sein und so weiter. Die kann ich dann hier einfügen. Das wäre jetzt hier mal zum Beispiel ein kleiner Text. Da geht es darum, dass sie meine Studenten die indirekte Rede davon machen und jetzt können meine Studenten hergehen, können zusammenarbeiten, können sich die ganzen Verben markieren und so weiter, können sich dazu kleine Zeichnungen machen. Wenn wir indirekte Rede machen, dann machen wir das immer mit meiner kleinen Konjunktivweiche. Also nehmen wir Konjunktiv 1, Konjunktiv 2 oder die Umschreibung mit würde zum Beispiel, wenn wir von der direkten Rede zur indirekten Rede gehen und. Und das können wir alles machen. Das können meine Studenten gemeinsam machen. Sie können das Ganze aufnehmen. Sie können das Ganze dann widerspielen, sie können das Ganze teilen und. Und das sind Funktionen mit allen anderen Funktionen, die ich an diesem Programm wahnsinnig toll finde. Das ist wie gesagt mein Lieblingsprogramm. Und über diese Einladen-Funktion können wir dann eben auch online damit Unterricht machen. Und wie gesagt, das Ganze hat auch eine Audio-Funktion. Das heißt, ich kann wieder mit meinen Studenten sprechen, meine Studenten können untereinander sprechen, meine Studenten können mit mir sprechen. Das Einzige, worauf wir uns dann wieder einigen müssen, ist, dass wir eine Sprechdisziplin haben. Wer was sagen will, meldet sich zuerst und dann funktioniert das Ganze. Das wäre es jetzt von mir. Das waren meine drei Empfehlungen für Online-Unterricht. Ihr seht, das ist kein Hexenwerk, man braucht nicht viel Technik, man braucht nicht viel Know-how. Man kann relativ schnell Projekte mit seinen Studenten online realisieren. Würde mich freuen, wenn ihr das aufgreifen würdet, wenn ihr es einfach mal ausprobiert und wenn ihr mir Feedback da lasst, wie es funktioniert hat oder ob ihr vielleicht auch ein besseres Tool kennt und ein anderes Tool, interessantes Tool. Dann lasst mir einfach einen Kommentar da oder lasst mir ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Online-Unterricht.